Ich freue mich, Sie wieder auf dem richtigen Wahlkanal begrüßen zu dürfen. In diesem Video werde ich über die Sony HTS400 Soundbar sprechen. Sie können den Preis und die Verfügbarkeit dieses Modells herausfinden, indem Sie in der Beschreibung des Videos nachsehen, wo ich alle notwendigen Links angegeben habe. Hinterlassen Sie gerne einen Kommentar und ein Like und abonnieren Sie unseren Kanal. Jetzt ist es an der Zeit, loszulegen. Lassen Sie sich überall von Sound umgeben. Die Soundbar kombiniert hochwertiges Dolby Digital mit S-Force Pro Front Surround, unserer virtuellen Surround-Sound-Technologie. Dank dieser tauchen Sie mit Surround-Sound im Kinostil direkt ins Geschehen Ihrer Lieblingsfilme ein. Surround-Sound leicht gemacht. Unter Verwendung der Frontlautsprecher reproduziert die einzigartige digitale Klangfeldverarbeitungstechnologie von Sony ein Surround-Sound-Schallfeld, sodass der Klang Sie von allen Seiten erreicht. Sie können satten Surround-Sound wie im Kino genießen. Genießen Sie klare Dialoge und kräftigen Sound. Leistungsstarke Lautsprecher füllen den Raum zusammen mit Klang, wobei Technologien wie die X-Balanced Speaker Unit und die Separated Notch Edge auf der Lautsprechereinheit Stimmen klarer wiedergeben. Egal ob bei Filmen oder im Fernsehen, verpassen Sie kein Wort des Dialogs mehr. X-Balanced Speaker Unit. Die Frontlautsprecher beinhalten eine X-Balanced Speaker Unit. Die einzigartige Rechteckform dieser Lautsprecher maximiert den Membranbereich. Die Auslenkung wird verringert und gleichzeitig der Schalldruck beibehalten. So entstehen weniger Verzerrungen und Stimmen werden klarer wiedergegeben. Separated Notch Edge. Die Separated Notch Edge auf der X-Balanced Speaker Unit sorgt durch die Verbesserung der vertikalen Schwingungssymmetrie für eine klarere Klangqualität. Dies wird durch strategisch platzierte Kerben am Rand erreicht, die die Spannung der Membran innerhalb und außerhalb davon steuern. Tiefere, vollere Bässe. Ein leistungsstarker, kabelloser Subwoofer mit einer 160 mm großen Lautsprechereinheit erzeugt einen tiefen, satten Bass. Benutzerfreundlichkeit. Von der intuitiven Steuerung bis hin zur kabellosen Vernetzung ist die Soundbar für ein stressfreies Benutzererlebnis konzipiert. Bequeme Steuerung. Die neue, einfache Fernbedienung vereint ansprechendes Design, das gut in der Hand liegt, mit unkomplizierter, einfacher Bedienung. Zu den praktischen Funktionen gehören spezielle Tasten zum Anpassen der Lautstärke und der Klangeinstellungen. Einfache kabellose Verbindung. Für weniger Kabelsalat zu Hause können Sie Audio von Sony Bravia TVs nahtlos an Ihre Soundbar übertragen. Gleichzeitig können Sie Ihren TV und Ihre Soundbar mit der Ein-Aus-Taste des Bravia ein- und ausschalten. Zusätzlich bleibt ein Bluetooth-Eingang frei, um eine weitere Eingangsquelle wie ein Smartphone oder Tablet anzuschließen. Praktisches OLED-Display. Ein OLED-Display an der Soundbar gibt einen schnellen Überblick über Statusdaten zu Fernbedienungsfunktionen wie Eingangsquelle und Lautstärke sowie Klangeinstellungen wie Klangfeld, Sprachmodus und Nachtmodus. Schnelle Einrichtung. Über HDMI, ARC oder den optischen Eingang lässt sich die Soundbar mühelos mit einer Auswahl an Fernsehern verbinden. So kommen Sie sofort in den Genuss Ihrer Filme, Musik und vielem mehr. Ich habe mir die Bewertungen von echten Nutzern angesehen und die wichtigsten Beschwerden hervorgehoben. Das HDMI-Kabel wird nicht mitgeliefert. Und hier ist, was dem Kunden am besten gefallen hat. Gute Gesamtkonstruktion, schnelle und einfache Installation, Surround-Effekt, Dialoge und Stimmen werden gut und detailliert wiedergegeben, kraftvoller und ziemlich präziser Bass, sehr geringer Stromverbrauch, guter Stereo-Effekt und gute Gesamtleistung, einfaches und umfassendes Benutzerhandbuch, hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Damit ist unser Test der Sony HTS400 Soundbar nun abgeschlossen. Gefällt Ihnen dieses Modell und möchten Sie den aktuellen Preis wissen? Schauen Sie sich gerne die Beschreibung unter dem Video an. Dort finden Sie alle Links, die Sie brauchen. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie sie in die Kommentare. Ich werde sie gerne beantworten. Ich freue mich, wenn Sie dem Video ein Like geben und uns abonnieren. Ich bin schon dabei, das nächste Video zu erstellen. Um es nicht zu verpassen, klicken Sie gerne auf die Glocke. Bis dahin.